Hey, willkommen zu einer neuen Folge Ni no Kuni. Letzte Folge konnte ich die Fanfare fertigstellen und ja. Hier ist einiges los. Haben noch einiges zu erledigen, aber erstmal liefern wir bei ihr hier die Fanfare ab, oder? Ne, ich muss da oben rein, ne? Bei ihr muss ich das gar nicht abgeben. Ach so, das ist der Durchgang zum nächsten Dungeon. Und durch die Fanfare kann man jetzt das Gift wegmachen. Okay, dann erledigen wir erstmal alles hier, was in Perdida noch zu tun ist. Ich kann es schon mal leicht spoilern. Dieser Dungeon, der da gleich folgt, ist der letzte Wald oder Dungeon, wie man es auch immer nennen möchte, bevor wir auf Shaddaa treffen. Oder? Ich rede kompletten Blödsinn, glaube ich, ne? Da kommt noch irgendwie was dazwischen. Ich weiß es nicht mehr genau. Okay, ich sollte vielleicht nicht so viel Blödsinn faseln. So. Wir haben hier auf jeden Fall einiges für unsere Fiolen. Mann, du hast wirklich eine hübsche Stimme. Danke, aber sie ist noch nicht gut genug. Ich brauche mehr Übung. Boah, du bist auch richtig entschlossen, was? Übst du für ein Konzert oder so? Naja, so ähnlich. Wenn mein Gesang besser wird, würde ich liebend gerne für alle singen. Dann reise ich nach Al-Kuwait und werde die berühmteste Sängerin auf der ganzen Welt. Hui, du willst hoch hinaus. Aber wenn du wirklich hart arbeitest, dann wird dein Traum irgendwann bestimmt wahr. Sieh nur, Olli, deine Fiole überschreitet meine Laterne. Dieses Mädchen hat zweifellos eine Menge Ehrgeiz. Hör mal, wenn du nichts dagegen hast, würden wir dich gerne um einen Gefallen bitten. Einen Gefallen? Na gut, ich werde versuchen, euch zu helfen. Dufte, also, hättest du was dagegen, paar Sekunden deine Augen zu schließen? Dieses Spiel ist lustig. Jetzt schließe ich meine Augen. Das musst du dir mal vorstellen, ne? Es kommt ein Weltfremder an und er sagt: Könntest du mal kurz deine Augen schließen? Okay, hier sind noch zwei. Die hat noch was für die Fiole. Seht, habt ihr etwas Schöneres gesehen als den Anblick der Abendsonne vor unserem Berg hier? Boah, sie haben recht. Er ist wirklich schön. Zum Kuckuck, schaut ihr das mal an. Sowas kriegst du nicht alle Tage zu sehen. Ja, saugt den Anblick in euch auf, denn an dieser Schönheit können wir uns alle erfreuen. Von diesem Berg sehen wir jeden Abend, wie die Sonne in dem Meer sinkt und von Tage Abschied nimmt. Wir beobachten, wie die Welt aller Farben entweicht und der Nachthimmel seinen Sternen Mantel umlegt. Diese Schönheit raubt mir jedes Mal den Atem. Wow, das ist bestimmt richtig toll. Ich würde es wirklich gerne sehen. Oh, das musst du auch. Das musst du. Nirgends auf der Welt gibt es einen Sonnenuntergang wie in Perdida. Dessen bin ich mir sicher. Die Dame hat aber ganz schön viel Zuversicht. Na, wundert's dich? Bei der Kulisse, Mann, da sehe ich richtig Winzerzaus und verwegen aus, oder? Was glotzt du mich so an? Wenn du was zu sagen hast, spuck's aus, Mann. Entschuldigen Sie. Ich habe mich gefragt, ob Sie uns vielleicht helfen könnten. Nun, ich bin nicht sicher, ob ich das kann. Was willst du denn von mir? So wie sie über die Aussicht schwärmen, klingen sie, als wären sie ihrer Sache sehr sicher. Ich habe mich gefragt, ob sie etwas von ihrer Zuversicht mit uns teilen. Du möchtest dir meine Zuversicht borgen? Das sagst du wirklich seltsame Dinge, aber ich sehe, dass du nichts Böses im Sinn hast. Bitte, nur zu. Vielen Dank, okay, los geht's. Warte mal, Olli, davon hast du doch schon was in deiner Fiole, oder? Oh, okay, ich hab's schon in der Fiole, schade. So, wo ist der dritte? Da hinten. Ich hoffe, das ist was anderes als Zuversicht. Yay, 100 Gulden. Unser Bergdorf ist weit entfernt von anderen Menschen, aber wir haben hier dennoch ein gutes Leben. Wir geben unser Wissen und unsere alchemistischen Formeln von Generation zu Generation weiter. Du kennst dich mit Alchemie aus, oder? Natürlich. Seit wir klein waren, haben wir alles beobachtet, was die Matriarchin tut. Sie hat es dir also beigebracht. Sag, hättest du etwas dagegen, ein paar deiner Formeln mit uns zu teilen? Ganz und gar nicht. Viel Spaß beim Ausprobieren. Wow, danke. Okay. Ach so, sie ist das mit den Dingern. Du kommst aus einem anderen Land? Das ist unsere Heimat. Perida ist klein, aber wir haben ganz große Herzen. Hermana, ich bin so hungrig. Entschuldige, Hermanzio. Ich mache sie jetzt das Abendessen. Was möchtest du essen? Oh, danke, Hermana. Kannst du wieder Eintopf machen? Bitte, Hermana.
Ist das Ihr kleiner Bruder? Sie scheinen sich wirklich gut zu verstehen. Das stimmt, wir verstehen uns sehr gut, aber es ist nicht mein richtiger Bruder. Wirklich? Sie sind so nett zu Ihnen, ich war sicher, dass Sie verwandt sind. Wie du siehst, ist unser Dorf sehr klein. Wir sind alle hier wie eine große Familie. Alle in diesem Dorf geben aufeinander Acht. Wir kümmern uns um Jung und Alt, als wären sie unsere eigene Familie. Mann, oh Mann, ein Dorf, wo jeder den anderen behandelt, als würde er zur Familie gehören. Das klingt wirklich toll. Ja, wir sind wirklich gesehen. Ich liebe meine Heimat aus ganzem Herzen. Wow, dieses Mädchen hat ganz schön viel Liebe. Was, Tröpfchen? Entschuldigen Sie, wir haben uns gefragt, ob wir Sie um einen Gefallen bitten könnten. Einen Gefallen, bitte, erzählt mir mehr. Also, wir haben uns gefragt, ob Sie so nett wären und ein bisschen von Ihrer Liebe in Ihren Herzen mit uns teilen. Das klingt so falsch, ne? Die Menschen von weit weg sind wirklich ganz anders als wir. Sag mir, was soll ich tun? Sie müssen nur eine Sekunde stillhalten, es dauert nicht lange. Okay, dann habe ich immerhin 3 Filiolen. Es ist jetzt vorbei, ich weiß nicht, was du getan hast, aber man hört sich leicht an. Herr Mana, ich bin so hungrig. Ich mache jetzt das Abendessen, Herr Manzio. Es kann ja natürlich auch sein, dass noch in anderen Städten jetzt wieder was aufgetaucht ist. Aber erstmal, ja, die tauchen ja so gut wie in jeder Stadt auf. Wird Zeit, herzschenkend zu wirken und dem warmen Mädchen Zuversicht zu geben. Ja, machen wir. Was will sie? Zuversicht? Das ist praktisch, weil dann kann ich gleich die Zuversicht von der anderen aufsaugen. Oh, ich fühle mich so warm und kribbelig. All meine Sorgen scheinen einfach dahin geschwunden zu sein. Komm mal, lieber Ehemann. Wir haben Orte zu besuchen und wichtiger noch Dinge zu verkaufen. Wir werden schon bald unseren Traumladen eröffnen können. Viel Glück dabei. Ah, was hätte ich vergessen? Hier hast du etwas für deine Mühen. Danke, dass du immer für uns da bist. Ein Fläschchen Tonikum? Was ist das? Ui, das sind aber viele Stempel dafür, dass das nur, in Anführungszeichen, was mit der Fiole zu tun hat. Sonst gibt es da immer nur 3 Stempel oder so für. So, jetzt kann ich dich... berauben, sag ich mal. Okay. Dann gehe ich mal kurz hier rein. Ich möchte mal noch gucken, was für Missionen vielleicht in anderen Orten frei sind. Die sind 9, ne? Was haben wir denn alles? Ein berühmter Schweinfurter, ein Alkuwait, Laguna, Schweinfurt, Julheim, Kuwait, Laguna, Pedida. Was haben wir hier noch? Pedida. Okay. Scheint überall wieder jetzt was los zu sein. Und du hast bestimmt auch Monsterjagden für mich. Wenn ich die noch nicht angenommen habe, habe ich schon. Okay. Wo ist denn das alles? Winterinseln, Sommerland, Crimehöhe. Okay. Ich habe jetzt 4 Stempelkarten, ne? Ist wichtig für Tierfreund. Habe ich eine leicht höhere Chance, Vertraute zu zähmen. Was sehr wichtig ist, weil ich schon Lorenz in diesem Dorf hier gesehen habe. Aber erstmal, was möchte die Kleine? Ah, ich kann diesen Traum nicht vergessen. Was ist denn los? Es war gestern, ich hatte einen merkwürdigen Traum. Was denn für ein Traum? Es war ein sonderbarer Traum, den ich hatte. Da war ein Mädchen, das genau wie ich aussah. Es war mein Gesicht, aber es lebte in einer anderen Welt. In meinem Traum pflanzte das Mädchen Blumen, die ich nie zuvor gesehen habe. Wunderschöne Blumen. Mann, oh Mann, der Traum hört sich ganz schön seltsam an. Das war er. Und ich habe auch etwas gefühlt, obwohl ich nicht weiß, wie. Das Mädchen und ich, wir waren verbunden. Es ist schwer zu erklären.
Schätzt das Mädchen ihren Traum wahr aus deiner Welt, Olli? Sie sind höchstwahrscheinlich Seelenverwandte. Was hast du gesagt? Kommt dieser Junge wirklich aus demselben Ort wie das Mädchen, mein Traum, aus einer anderen Welt? Das stimmt, ich komme aus der Welt, die ganz anders ist als deine. Ist das wahr? Das ist unglaublich. Kann ich dich um etwas bitten, falls du diesem Mädchen, das ich gesehen habe, jemals begegnest? Klar schon. Was ich möchte, ist eine Blume. Ich hätte wirklich sehr gerne eine dieser Blumen, die das Mädchen in meinen Traum gepflanzt hat. Wenn du ihr begegnest, dann frag sie bitte nach einer dieser Blumen. Okay. Danke, die Blumen, die ich gesehen habe, waren rosa und in einem Topf. Ich habe solche Blumen noch nie zuvor gesehen. Klingt, als wäre es an der Zeit, einen bestimmten Zauber aus der Versenkung zu holen und zurück in deine Welt zu reisen, Olli. Dann gehen wir wohl besser mal los und finden ein Mädchen, das so aussieht wie sie. Ja, ich glaube, der Hinweis mit den rosa Blumen ist etwas besser. Weil ich glaube, ein Mädchen, das genauso aussieht wie sie, werden wir im Motorwell nicht finden. Aber vielleicht habe ich Glück und es wird mir markiert. Ja, da ist was. Ich muss nicht suchen. Das freut mich schon mal. Sie sieht echt so ähnlich aus. Herr Tröpfchen, das Mädchen da ist. Aber ja, mein Freund, die und die Kleine drüben in Pedida können Zwillinge sein. Ich fresse einen Besen, wenn das keine Seelenverwandten sind. Hm, was willst du denn? Ich muss dich etwas fragen. Die Blumen, die du ziehst, hast du auch rosafarbene? Natürlich, aber rosa Tulpen. Die sind wirklich hübsch. Ach ja, meinst du, du könntest mir davon welche abgeben? Das würde ich gerne. Sie sind alle vertrocknet. Was? Vertrocknet? Yep, schau. Die sind aber ganz schön verschrumpelt, oder? Tröpfchen, können wir da irgendwas unternehmen? Fragst du mich denn da? Du bist doch der verdammte Zauberer hier. Woher soll ich wissen, ob du einen verdammten Zauber hast, der Blumen wieder zu ganz alten Glanz verhilft? Natürlich, ich kann Magie benutzen, um sie zurückzubringen. Ja, das können wir. Alte Pracht sollte die Lösung sein, denke ich mal. Passiert nichts, okay? Achso, ich muss das so anklicken wahrscheinlich. Schau mal, die blühen ja verflixt noch eins. Total schön, gute Arbeit, Olli. So, jetzt kannst du mir eine geben, ne? Check, die Blumen sind wieder lebendig geworden. Super, du bist fantastisch. Das war ja fast wie Magie. Fast wie Magie, hör dir das an. Sowas aber auch. Das war Magie, Schätzchen. Hundertprozentig echte Magie. Was? Hast du gerade was gehört? Ich dachte, ich hätte da jemanden schreien hören. Das gibt's nicht, Mann. Sie kann mich nicht hören. Wie geht's, Schätzchen? Schönes Wetter heute, oder? Tröpfchen, bitte nicht. Hey, hast du gerade eine Stimme gehört? Da unten am Boden? Nein, das war wohl nur der Wind. Egal, wegen der Blumen. Kann ich welche haben? Sicher, aber du musst mir versprechen, mir beim nächsten Mal noch einen magischen Trick zu zeigen. Trick? Das sind keine Tricks, Mann. Das sind Zauber. Zauber, du freche Kleine. Nein, wir gehen mal lieber, bevor Tröpfchen hier eskaliert. Oh, ich sehe da hinten schon Lorenz. Habe ich gar keinen Bock drauf. Oh, sie ist wunderschön. So ist sie ist genau wie die Blumen in meinem Traum. Es ist komisch, ich habe gar nicht gewusst, dass es im Motorwell solche Blumen gibt. Ich schätze, ich habe noch nie so genau hingesehen. Blumen haben schon etwas Beruhigendes, findest du nicht? Danke, dass du mir die Blume gebracht hast. Bitte, nimm das. Ui. Hat sich ja gelohnt. Okay, der alte Mann möchte was noch? Mein armer Rücken, er tut weh. Entschuldigen Sie, geht es Ihnen gut? Kümmere dich nicht um mich, ich bin einfach alt. Mit jedem Tag, der vergeht, habe ich mehr Schmerzen und Sorgen. Soll ich auch alte Pracht einsetzen? Mein armer Rücken, wärst du so nett und würdest mir helfen? Ich tue mich nämlich immer so schwer mit diesen... Oh.
Ist etwas nicht in Ordnung? Mir scheint, habe ich keinerlei spezielle Kompressen mehr, die ich verwende, um den Schmerz zu lindern. Und sonst gibt es nichts, was Sie benutzen können? Ich fürchte nicht, ich habe vor einiger Zeit ein paar Kompressen von einem Krämer gekauft, aber wie die Jugend waren sie auch nur von kurzer Dauer. Sie waren ganz spezielle kalte Kompressen, die von einem Tomte, der in Julian lebt, handgefertigt wurden. Immer wenn ich eine auf meinen armen Rücken gelegt habe, hat ihre kühle Frische meinen Schmerz rasch gelindert. Ich fürchte, ohne sie werde ich keine Linderung erfahren. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Würdest du für mich nach Julian reisen und von der Tomte dort eine kalte Kompresse holen? Klar. Vor allem, wenn ich die Stempel da sehe. Holy shit, gibt das viel. Ich bin dir dafür dankbar, aber vergiss nicht, dass Julian weit von hier entfernt sind. Pass auf dich auf, du darfst dich nicht meinetwegen in Gefahr begeben. Dankeschön, aber ich bin sicher, wir kommen klar. Warten Sie einfach hier. Ja, also, das ist ja gar kein Thema. Es ist für uns hier ein Klacks. Dahin. Jetzt muss ich nur noch den richtigen finden. Zum Ansprechen. Aber er hat gesagt, Tomte, das sind ja diese großen zottligen Viecher. Ui, hier kann ich was für die Fiole holen. Bist du das? Oh, wie süß. So fuschig, 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 wauschig. Sie werden noch ganz rot, ja. So fluschi, wuschi, flauschig, wauschig. Fast so fluschi, wuschi, wauschig. Du meinst das auch, ja? Das ist der, ja. Er ist wirklich süß. er sein. Ich liebe meinen Flauschi. Es gibt niemanden Wichtiges für meine Wenigkeit. Hey, schau dir die Fiole an. Das... Ah, Liebe habe ich noch. Liebe habe ich noch, die muss ich erst verbrauchen. Das ist keine Tomte. Gucken wir mal. Ah, da oben neben dem Händler. Hm? Du wolltest mit mir reden, Junge? Jawohl, ich muss Sie etwas fragen. Könnten wir eine Ihrer kalten Kompressen bekommen? Oh, eine kalte Kompresse. Du wissen viel von mir, ja? Wo tun es denn an dir weh, bitteschön? Nein, nicht für mich. Sie ist für jemanden in Perdida. Sein Rücken schmerzt wirklich sehr. Oh, ich kenne ihn gut. Wir sprechen durch den Krämer miteinander, ja? Ja, können wir jetzt eine Kompresse haben? Ja, natürlich, aber es brauchen eine Weile, bis sie fertig ist. Das ist kein Problem, wir werden einfach hier warten. Vielleicht du mir im Gegenzug einen Gefallen tun können? Aber sicher, was ist es denn? Glimmerschwimmer machen viele Probleme im Gebiet um Newham, ja? Könntest du bitte 5 für mich besiegen? Ich bitte sehr. 5 also, sicher können wir das. Sie haben Angst vor Feuer, ja? Sie besiegen mit der Lodernklinge, die der Krämer verkaufen machen, dass sie nicht mehr zurückkommen. Okay, mit der Lodernklinge besiegen. Wenn ich Glück habe, habe ich die noch ausgerüstet. Habe ich nicht. Okay, dann suchen wir mal Glimmerschwimmer. Glimmerschwimmer. Wenn es perfekt läuft, kann ich die sogar fangen. Ich habe jetzt die Fähigkeit, dass das ein bisschen besser läuft. Oh, guck mal, da sind schon 2. Ich stell mir gerade vor, was man machen würde, wenn man keinen Vertrauten hat, der diese Waffe ausrüsten könnte. Die ist hier, glaube ich, irgendwie Voraussetzung, dass man die damit besiegt. Ja, okay. Die Ansage, dass ich so und so viel noch besiegen muss, ist natürlich prima. Your chances, do you? Easy. So 3 Stück noch.
Gibt's hier jetzt noch welche? Da oben ist einer. Da hinten läuft einer rum. Und dann muss ich hoffen, dass wahrscheinlich, dass noch einer respawnt. Die sind zum Glück noch aggressiv und haben keine Angst vor mir. Here goes nothing. Den habe ich schon gefangen. Schade. Aber das Herz hier macht sich, glaube ich, schon bezahlt, was ich mir geholt habe. Okay, kann jetzt Zufall gewesen sein. Mal gucken. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit wird um 15% erhöht, dass man was fangen kann. Wissen tue ich das allerdings nicht. Kann auch mehr sein als 15%. So, dann haben wir jetzt hier noch einen Glimmerschlimmer. Komplizierter Name. Oh, es sind zwei. Perfekt. Ich hoffe, das zählt auch als zwei. Zählt als einer, ne? Oder? Ich hatte vorher noch zwei, glaube ich. So, jetzt ist die Frage, wo läuft hier noch jemand rum? Sieht schlecht aus, ne? Das ist diese Blüte. Das ist ein Yeti, die Hexe. Ich muss, glaube ich, hoffen, dass was respawnt. Oder dass in den anderen Kämpfen Glimmerschlimmer dabei sind, da zum Beispiel nicht. Bei der Blume kann ich mir vorstellen, dass welche dabei sind. Bei der Hexe eher weniger und bei den Walross. Ja, es ist ein bisschen die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ich habe wieso schon Glück gehabt, dass hier vier waren. So, da ist so eine scheiß Blume. Da habe ich ein bisschen Hoffnung, dass ein Glimmerschlimmer dabei ist. Ja, okay, perfekt. Let's go! Was? What? Ist das ein Scherz? Das muss ein Glimmerschlimmer auf der Karte sein. Okay. Dann resette ich mal kurz, indem ich nach Yulham reingehe. Oder ich spreche mal mit ihm. Ja, ich muss noch einen besiegen. Okay, dann machen wir das anders. Dann gehen wir beim anderen Ausgang raus.
Ja, da ist jetzt einer. Ah, Moment, das kriege ich hin. Aber dass das nur zählt, wenn man hier auf der Karte einen encountert, finde ich ein bisschen lächerlich. Weh, das zählt jetzt nicht, ne? Moment. Kann das vielleicht daran liegen? Also, ich hab jetzt. Also, Greifchen hat den gerade erledigt und nicht ich. Ja, okay. Deswegen brauchte ich auch das lodernde Schwert. Ich muss den Gnadenstoß machen. Ein bisschen Glück gemacht, wie ich finde. What the fuck? Ist das eins der Monster? Der ist hier unüblich, würde ich sagen. Ja. Here goes nothing. Dann ist das das Vieh, was auf den Winterinseln ist. Oh, der hält einiges aus. Ja, mein Kätzchen macht halt weniger Schaden, weil er eine schlechtere Waffe zurzeit aufgerüstet ist, aber ich brauche die halt, um die Glimmerschlimmer zu verprügeln. Der macht gar nichts gegen meinen Dinoceros. Nice work. Okay, dann versuchen wir jetzt noch einen Glimmerschlimmer aufzutreiben. Die gibt es hier in dem Gebiet eigentlich auch. Wobei hier jetzt überwiegend Nessies sind. Da ist einer, ne? Ja. Hier geht nichts. What the fuck? Okay, ich hab Glück gehabt. Ich hab den Gnadenstoß gemacht. Aber ich hab auf nix tun noch eingestellt. Warum wehren die sich? Ja, okay. Passt. Okay, Leute. Dann würde ich mal sagen, beende ich die Folge. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne ein Like und Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.